I think I so, I guess so. Oh, Gewehrmunition. Wieso legt man hier einfach Gewehrmunition hin? Weil du hier Gegner finden wirst und das nicht zu knapp. Ah, guter Point. Deswegen gehe ich auch nochmal zurück und gönn mir nochmal eine Speicherung. I don't trust this shit. Außerdem kann ich denn das Kräut hier mitnehmen. Das gute Kräut. Ja. Dann ist die Frage, brauche ich diese sechsseitige Kurbel noch? Ja, ich glaub, ich das ist halt so das eine Gemeine an dem Ding. Ich brauch's wahrscheinlich noch. Einmal das und das Spiel sagt dir bei den Dingern nicht, ich brauch's hier nicht mehr, ich leg's hier ab. Ja, das ist mir auch schon mal aufgefallen jetzt. Ich hab noch ein Kraut, ich hab noch das hier, das ist noch ein grünes. Ich lass das mal lieber da für Notfälle. Farbband. Ich hab noch 6 Stück, also nimm das Ding jetzt mit, du Nuss. Ich brauche Farbbänder, um meinen Fortschritt zu speichern. Stellt euch mal vor, ihr könntet euer Leben wirklich abspeichern. Und dann sterbt ihr und dann seid ihr an dem Punkt wieder. Und dann kommt die Lean Edition. Ich brauche ein Frühstück, um zu speichern. Habt ihr mein Frühstück gesehen? Frühstück gesehen, Kinder? Oh, ich habe mir gestern noch mal ein paar Szenen aus der Mission angeguckt. Ich liebe diese Szene. Chris, trampel hier nicht so rum, du Elefantenmensch. Das ist aus Vendetta. Beweg den Trampeltier. Du verscheuchst doch die Einheimischen. Es ist nämlich ein bisschen früh, um so tief in der Flasche zu sein. Oh, schau meiner an. Der Hoffnungsträger der BSA und der Dr. Guten Hoffnung. Was zur Hölle wollt ihr hier? Akt nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh nee. Oh Aragog, verpiss dich. Oh. I don't want you in my life right now. Oh, du hast sie gefunden. Ja, und sie hat mich überfahren. Alter. Ich hab dir ja gesagt, der Boss heute würde nicht so schmecken. Alter, vor allem, weil es unmöglich ist, dem Vieh auszuweichen gerade. Spooder! Spooder Spoon. Ein Kampfmesser? Ja, damit musst du die Tür aufschneiden. Ich sag ja, also wenn du es nicht dabei hast und immer nur eine Truhe hast, kriegst du eher noch eins hinterher geworfen. Arachnophobie, das Ding ist tot. Aber ich bin vergiftet, wa? Nee, nicht mal. Na, muss aber ein Auge offen halten. Da kommt nachträglich immer noch gern ein, zwei Spinnen daher gekrabbelt. Ja, ich hab gerade versucht nach oben zu schießen, aber der Granatwerfer, der schießt ja nicht nach oben, das Ding fällt einfach nur. Der Granate ist so schön. Ja gut, aber ich meine, ein bisschen pointless ist es schon. Ne? Ich meine, die Truhe ist keine 2 Räume entfernt. Und jetzt ist hier ein Kampfmesser wieder. I mean, I don't mind, dass ich jetzt hier nicht wieder zurück muss. Aber das ist, glaube ich, genau dasselbe Kampfmesser, ey. Yep. Da ist noch eine. Sag ja, da kommt gerne noch eine in der Jacke geschnabbelt. 2 sogar. Okay, aber die eine ignoriere ich jetzt, die kann mich mal. Heb sie lieber später auf, wenn du kuscheln willst. Ich wurde nicht vergiftet, da bin ich eigentlich ziemlich froh drüber. Ja, und selbst wenn ich vergiftet worden wäre, gäbe es hier mehr als genug Kräuter. Innenhof Untergrund 1. Oh, nicht mehr so viele Räume da vorne. Ich nehme mal erstmal nur das Grüne mit. Da kann ich zur Not ein Doppelgrünes draus machen. Die Blauen lasse ich mal liegen. Solange ich gerade nicht vergiftet bin, sehe ich da auch gerade kein Problem drin. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Es sei denn, hier sind noch mehr von den Viechern hier unten. Ich meine, wenn die hier unten ihr Nest haben, ist es ja nicht so abwegig. Du Schwein hast ihre Mutti erschossen. Ein sechseckiges Loch. Du Schwein hast ihre Mutti erschossen. Oh, lass mich raten. Dieser Stein kommt gleich sehr hart auf mich zugerollt.
Dieser Hart wird kein leichter sein. Ein großer Felsform versperrt den Weg. Hm? Der Skin ist cool. Das ist ihr Legendary. Offenbar, okay, der Stein will mich offenbar nicht umbringen, ja Mensch. Das ist ja auch mal was Schönes. Brauchen sie jetzt nicht? Willst du mich verarschen? Hä? Die Stimmen sind auch relativ ähnlich von den beiden. Das ist ja auch der Punkt, ja. Sie ist die Mutter. Ich weiß, finde ich aber geil, dass es halt dann so ist. Also kannst du es doch verwenden. Boah, dieser magische Pixel jedes Mal, ne? Nochmal benutzen. Ja, haha, ich kann Karten lesen. Oh nein. Oh scheiße. Der Felsbrocken, er greift mich direkt an. Oh nein, nicht die steinwerfende Kampfkuh. Vor allem... Alter, wer schmeißt hier die ganze Zeit mit Felsbrocken? Der tote Architekt, der tot ist. Oh. Nicht seine Tochter. Goodies. Nee, die trifft er erst noch. Der hätte doch schon getroffen, das eine Mal. Naja, aber sie trifft ihn später nochmal und das richtig hart. Kann ich bitte einfach dieses dumme Kampfmesser ablegen? Es nervt mich. Ich meine, hier ist ein First Aid Kit, also mir hapert's gerade nicht an Heil-Items, so viel ist man sicher. Mach auf das Ding. This is not medicine. Oh, ein Erste-Hilfe-Spray. Liegt der nur seit Jahren hier unten in diesem dunklen Keller? Müffelt bestimmt auch nicht mehr so gut. Was soll da schlecht werden? Was soll da schlecht werden? Das haben wir auch über Maggi immer gesagt. Also, was soll an Maggi schlecht werden? That's what Reese said. Ich meine, wann hast du zuletzt eine Flasche Maggi aufgemacht und gesagt, oh, das riecht schlecht, das ist abgelaufen. Es riecht immer schlecht, es ist Maggi. Das ist, es ist von Nestle. What the fuck? Das auch noch. Lächelt still zu. Nestle ist scheiße. Micha weiß überhaupt nicht, was ich gegen Nestle habe. Ja, ich habe eine Nestle. Nestle-Hass. Nestle-Maggi. Ey, Micha isst ja auch Nudeln mit Maggi und das finde ich so ekelhaft. Oh. Beide so. Oh. Wenigstens einer, der mich versteht, warum. Das ist doch voll ekelhaft. Leute, die kochen können. Er kann ja auch kochen, ist das Problem. Aber trotzdem, es schmeckt ekelhaft. Ah, ich verstehe, was ich machen muss. I understand. Die Kurbel. Ah, ich muss das Ding so dahin schieben, dass es von der Wand dann weggedrückt wird. Und dann hier wahrscheinlich auf diese Mittelplatte. Ah. La, 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 la. Die dreht das dann wahrscheinlich, I guess? I guess. Oh, nö, ich dreh mich. Hui! Spindigil! Allein so, hui! Wenn sie da jetzt drauf stehen bleiben wird, dann ja. Ach so, du meinst die Statue. Ja, ja, die musst du da drauf schieben, dann wird sie gedreht. Ja, also. Dann musst du sie halt so draufschieben, dass sie so gedreht wird, dass du es dann bündig an die Wand setzen kannst. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ist irgendwie süß. Weißt du, ich hab Jill da gerade draufgestellt und die so, hui! Dreh mich! My Jill Rydra. Nochmal bitte. Jill, nochmal bitte drehen. Und nein, nicht du. Wohl, Heilung. Ja, erstmal hinkommen. Ah, fuck, bin tot. Ja. Einmal. Hui! Wir haben keinen Background. Oh, you spin my Jill right round like a wicked baby, right round, round, round. Wow, 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 wow. Oh, daneben. Ups. So. This should fit. Kling. So, jetzt habe ich erstmal Flo. Ist das ein Tesafilm? Ach nee. Ach, das ist. Oh. But it looked like Tesafilm, though. Für dich wirkt alles wie Tesafilm. Das Problem ist, ich kann nicht noch mehr tragen. Fujifilm. Fuck das ein Bätzchen. Ich würde gerade zu gern einfach das Messer wegschmeißen. But I cannot.
Jetzt muss ich den gesamten Weg einmal zurückgehen zu meiner Kiste. Oh Mann. Ich hasse diese Aimbot-Typen. Ja. Aber wir haben keinen Text, sehe ich gerade. Den hatten wir überhaupt nicht. Moment. Das ist echt so ein Punkt jetzt gerade. Ich würde echt gern. Also Schlüssel-Items, ne? Gib mir meine Diebe. Einfach irgendwo in eine separate Tasche und gut ist, aber jedes Mal immer zurücklatschen zu müssen wegen Schlüssel-Items geht einem mir echt langsam auf den Keks. Eieieiei. Der Spider-Raum. Spider-Mans Wohnzimmer. Und irgendwo eine Widowmaker. Ja. Vor allem, weißt du, wenn du wenigstens dieses Kampfmesser, ne? Ihr scheiß Kampfmesser. Danke. Why? Just why? Kann es nicht damit irgendwie... Damit du was ins Inventar kriegst. Kann es denn nicht irgendwie schmelzen oder so? Was weiß ich. Ups, ich hab mein Messer verloren. Malheur. Oh, ich hab mein Messer geschmolzen. Oh, pack es irgendwo hinweg. Ich will's nicht mehr sehen. Alter, geht mir so auf den Keks, das Ding. Das erste für Spray lasse ich auch mal hier. So, und jetzt latschen wir wieder zurück und holen uns das Klebeband oder whatever das war. It looks like Klebeband. Tastes like Klebeband too. Falsch. Oh Gott. Auf diesen 2 cm echt 3 Kameras, ey. Du hast immer das Gefühl, du weißt nicht, wo du hin sollst. Where did he come from? Where did he go? Where did he come from? Cut Night. Hey, Alter. Stop. Weißt du, ich kämpfe hier gegen Spinnen, Zombies und hast nicht gesehen und Sakura sagt, ich krieg Hunger. Willst du eine knusprige Spinne? Ich habe Brandgranaten, ich kann sie dir schön crispy machen. Wunderbar, wunderbar crispy. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cat Nigel? Könnte man eigentlich gebratene Spinnenbeine einfach so essen, ohne dass man... Du kannst Spinnen auch so essen. Leider. Man soll das nur nicht. Das war irgendwo zu obvious, dass ich das Ding da reindrücken muss. Oder muss ich da jetzt noch irgendwie... Ja. Aber das war ja gerade die Frage. Ein Gravier drehen. Sollte man sie nicht essen, weil sie giftig sind, oder sollte man sie nicht essen, weil sie schwer bekommen? Sowohl als auch, glaube ich. Es gibt ja wirklich, du kannst gegrillte Insekten ja tatsächlich kaufen und essen. Also es kommt halt drauf an, welche Art von Spinne du isst. Also sowas Richtung Vogelspinne und so, da musst du halt erstmal die Beine abflammen, weil dann ansonsten die Brandhärchen ne, dich killen. Warum zu. Ah ja, stimmt, die haben ja so eine kleinen Dinger. Hol? Ja. Ich habe jetzt dieses Steinding mit der Säule kombiniert, ne? Ja. Jetzt habe ich's gedreht, aber das bleibt nicht so, wie es sein soll. Du sollst ja nur merken, was da für ein rein Zahlencode drauf ist. Oh. Warte mal. IV, das war doch 4, ne? War das 4? Mhm. Yep. Ich komme da immer durcheinander mit. Ja, genau. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3. Jill drehen. 4, 2, 3, 1. Schiebt das sechseckige Loch sonst wohin. 4, 2, 3, 1. Oh, fuck. Weißt du, da siehst du einmal eine drehende Jill vor dir und schon vergisst du die Welt. You spin me right round, baby, right round. Aber gerade, wenn ich so die Hunter sehe, ist es mir eigentlich ein Rätsel, wie man das Spiel auf nur mit dem Messer durchmachen soll. Also gerade Hunter, ne? Really assholes. Mega. Mega. Irgendwie ein Ritual, wenn Showstream muss gegessen werden, weil. But why Let. Though? Dann muss er ja schon ziemlich fett sein, so oft wie der streamt. Oh, guck
komm, so viel streame ich jetzt in letzter Zeit auch nicht. Ich komm ja in letzter Zeit immer ein bisschen doof dazu. Aber ich bin ganz ehrlich, jetzt wo ich hier auf Platin bin, ich werde jetzt auch nicht weiter ranken. I done what I did what I did. I'm done with this shit. Glücklicher. Du, es hat mich mehr als genug Nerven gekostet, dahin zu kommen, wo ich bin, so, ja. Ich habe heute auch mal wieder gerankt. Von den meisten Spielen immer der Klassiker, die haben sich zu Tode geraged, bis einer abgehauen ist und dann, ja. Ja, das, ich muss gestehen, einmal hatte ich das, dass tatsächlich einer im Gegnerteam abgehauen ist. Aber ich bin da mittlerweile, ich habe das auch ständig, also habe ich da keine Gnade mehr, wenn ich die Leute dann über den Haufen fahre, you know. Ja, leider Gottes sind die bei uns ständig abgehauen. Ergo, ich konnte meinen Punkt ne, bis zur Bronze zugucken und dachte mir, scheiß doch drauf. Ah, blink nah, eine davon drücken. Ah! Warte mal, was habe ich, also 4 habe ich gesagt? Scheiße. 2-3-1 oder 3-2? Ne, 2-3-1 war das. I guess. Anscheinend ist die Stromversorgung wiederhergestellt. Yay! Ich bin doch nicht retarded! Es ist Retardo, der Teutone. Retardo, der Teutone. Jetzt auch mit Baguette. Oh geil, ein Aufzug. Ja, wie wär's, wenn ich den jetzt nicht fahre? Sekunde, ich gehe doch mal speichern. Das ist ein sehr guter Plan. Was? Nimm diesen Fahrstuhl nach unten. Sekunde, bin gleich wieder da. Da wird mich bestimmt nichts umbringen. Technisch gesehen, wenn du dich gut anstellst, nein. Wenn ich mich gut... Ich gehe speichern. Fuck this shit. Solltest du. Weißt du, daher kommt da irgendwie so eine Killer-Spinnen-Mutanten-Tarantel und frisst mich mal auf. Nein, keine Tarantel. Nur Aragog. Nein. Araskog. Keine Sorge, da rennt nur was rum mit zwei Beinen. Ja, ich weiß nicht, ob mich das beruhigen soll. Wenn du das sagst, probably not. Nee, aber wirklich, die letzten Matches, die ich heute hatte, die liefen an sich verdammt sauber. Auch wenn ich das erste Mal jemanden hatte, der mir die Ohren voll geheult hat, dass ich als Moira nicht heile, obwohl ich irgendwie 13.000 Heilung hatte in dem Moment oder so. Oh Gott. Also habe ich ihm nur geschrieben, I have 13.000 Healing, you donut. Und dann war Ruhe. Ja, ich wünsche, das wäre bei mir so einfach gewesen. Ja, wir hatten ja wirklich da... Gefühlt 5-Jährige, die sich gegenseitig ihre Aggressionsphasen angeworfen haben. Oh ja, das. Also manchmal. Ja, und dann gegen Ende natürlich aus purem Trotz haut einer von denen als Diskussionsgrund ab. Dann stehst du da. Danke. Well, thank you. Yes, Nachzugschalter drücken. Welcome to die! Barry? Thank God you're safe. Welcome to pie. Barry, was machst du hier? Und warum ist, warum tanzt du immer dann an, wenn irgendwie Scheiße am Dampfen ist, Barry? Keine Ahnung, er war gerade so in der Nähe. One way to find out. How about we fix my lip sync? Du sahst nämlich gerade ein bisschen aus wie ein Fisch, meine liebe Jill. Ein sexy Fisch, aber ein Fisch. Ich finde Ada ist geiler. Ist dies der Legendary Blowjob-Fisch? Auch wenn mir gerade, wenn mir gerade mal so auffällt, Jill hat zwar diese Schulterpolster, ne? Hm. Aber ich glaube nicht, dass die ihr groß helfen werden. Ich meine, Barry hat eine volle Anzugsweste, aber Jill. Barry, wie wär's, wenn du da reingehst und Terz machst? Ich meine, du hast die fucking Magnum. Ja, so. Aber er muss auf seine Magnum aufpassen. Er hat die Verantwortung über die Magnum. Ja, guter Punkt auch wieder. Die ist wichtiger als dein Leben. Ja, thank you. Es ist eine motherfucking Magnum. Ein Haufen Sandsäcke. Ah, cool, mein Chef also. Hier ist noch eine Kiste? Ja, eine Inventarbox. Hier geht's runter und da ist eine Tür. Oh, that's fucking dandy. Du solltest dir erstmal die Ecke genau angucken. Die was, die Box? Also generell die Ecke, wo Barry noch rumsteht.
Sollte den ganzen Raum. Ja, der Raum da ist den. Ja, gut, ich geh mal nicht runter. Ich geh erstmal in den Raum hier. Gag. Ja, und danach kannst du runtergehen und dich da noch umgucken. Dann weißt du, für den späteren was machen musst. Ach du Scheiße. Das sind ein paar Gänge hier. Was war das? I heard something. Oh, nicht du! You fucking bitch tit! You will find your way! Eine Art Hebel umlegen. Oh, wer auch immer mich. Ah, hol! Ich wollte schon gerade sagen, wer immer mich gerade geheilt hat. Danke. Was hast du erwartet, Hitler? Nee, entweder Floi oder dich. Also, verschiss mich. Floi! Okay, das sind jetzt die Dinger rausge. Ist das jetzt der Moment, wo ich das falsche Gewehr brauche, oder was? Nee, da musst du jetzt erstmal in den anderen Raum rein, Kiste durch den Müllschacht schieben, zu Barry zurück. Und dann kriegst du einen kaputten Flammenwerf, den musst du da einhaken. Ja, stimmt, ich hab hier eine. Stimmt, ich kann hier eine Kiste auf diesen Dings schieben. Oder du könntest mal probieren, ob du das kaputte Gewehr dran kriegst. Hab ich ehrlich gesagt nie ausprobiert, ob das auch geht. Ich meine, wozu ist das sonst? Also. Das Ding ist, ich hab's halt das Gewehr immer dort abgeladen. Also ich hab nie das Ding mitgeschleppt und mal da reingehängt. Also die Kiste hier jetzt auf den Aufzug. Gerät zum Transport Materialien starten. Ganz wichtig, in dem Raum, wo du jetzt gerade bist, dann solltest du mal in diesem Kistenhaufen an der Ecke noch mal ein bisschen versuchen hochzukrabbeln, weil da liegt noch gut Munition. Oh, okay. An der Ecke, also hier. Oh, Tatsache, hier also kann ich hoch. Und da liegt relativ gute Muni. Oh ja, Pistolenmunition, eine Batterie. Ist das Magnum-Munition? Oh ja, Magnum-Muni. Oh, danke. Und noch mehr Pistolenmunition. Oh, nice. Thank you. Dann musst du. Okay, also ich meine, ich kann es mal versuchen, da das falsche Gewehr mal reinzudrücken. Also. Kannst du gerne mal ausprobieren. Ich muss nur mal gucken, ich weiß gerade. Aber jetzt verstehe ich auch, warum deine Kiste ist, weil du brauchst es ja so ein bisschen irgendwo. Mhm. So, wo ist diese durchgeknallte? Oh, hier sind Kräuter. Lass den nicht stören, ich sammle nur mal kurz die Kräuter hier auf, die hier liegen. Oder, hau mir, eine runter, das geht auch. Ich wollte eigentlich nur das Kraut aufnehmen. Aber gut. Blöder Schlamper, ist mein Poster von Justin Bieber zerrissen. Oder ich sterb, okay. Die hat mich gefreehittet. Oh. Dafür, dass sie schlägt wie ein nasser Schwamm, haut die ziemlich hart zu. Ich wollte nur dieses fucking Kraut aufsammeln, ne? Dieses fucking. Moment, wo habe ich gespeichert? Stimmt, vor dem Aufzug. Gut, dann ist er nochmal gut. Dann kannst du ja direkt das kaputte Gewehr mal einpacken. Ja, aber ich lasse hier sowieso für heute sein. Ich habe. I'm done enough for today. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.